öffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst der Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin! Während der fast drei Monate, in denen Sie mit der SPD über den Koalitionsvertrag gefeilscht haben, haben sich in Griechenland aus Verzweiflung über ihre soziale Situation schätzungsweise 120 Menschen das Leben genommen. Während der gleichen Zeit haben in Spanien etwa 45.000 Familien ihre Häuser oder ihre Wohnungen durch Zwangsversteigerungen verloren. Und mehr als 10.000 Unternehmer, vor allem kleine und mittlere in den Krisenländern, haben in dieser Zeit den Kampf gegen die Wirtschaftskrise verloren und Konkurs angemeldet. Es gibt keine offizielle Statistik darüber, wie viele Menschen in dieser Zeit in Europa gestorben sind, weil sie lebensnotwendige Medikamente nicht mehr bezahlen konnten. Und schon gar keine Statistik misst, wie viele junge Menschen mit dieser Gesellschaft für immer innerlich abgeschlossen haben, weil sie mit einer Rekordarbeitslosigkeit, gerade für Jugendliche von 60%, ihnen nie eine Chance geben wird. Aber gut dokumentiert dagegen ist, in den gleichen drei Monaten hat sich das Vermögen der europäischen Millionäre und Multimillionäre wieder einmal um fast 100 Milliarden Euro erhöht. So sieht Ihr Europa aus, Frau Kanzlerin. So sehen die Folgen der Politik aus, die Sie ganz Europa diktieren. Eine Politik, die Banker und Oligarchen mit Samthandschuhen anfasst und die die kleinen Leute dazu zwingen will, für die Zockerverluste der oberen 10.000 zu bezahlen. Und da sage ich Ihnen, Frau Kanzlerin, das ist nicht christlich. Das ist unmenschlich und brutal. Und ich habe noch gut im Ohr, wie uns immer wieder, auch in diesem Hause, weisgemacht wurde, dass es gut und richtig sei, dass die weisen Finanzmärkte über die Zinsen entscheiden, die ein Staat auf seine Schulden zu zahlen hat. Und dass Regierungen auf Gedeih und Verderb eine Politik machen sollen, mit der sie das Vertrauen der Märkte gewinnen. Seit einiger Zeit weiß man nun etwas genauer, was es mit dieser Weisheit der Märkte so auf sich hat. Man weiß, wie zentrale Zinssätze wie zum Beispiel der LIBOR von einer Handvoll Händler manipuliert wurden. Man weiß auch, dass wenige Investmentbanker die Wechselkurse gezielt gesteuert haben. Und man weiß, warum solche Manipulationen möglich sind. Weil sogar auf einem riesigen Markt wie dem Devisenmarkt, wo jeden Tag 5 Billionen Dollar umgesetzt werden, weil sogar dort etwa 4 Bankgiganten etwa die Hälfte des Marktvolumens kontrollieren. Auf dem Derivatemarkt sind es etwa 7 Großbanken, die 90% des Marktes beherrschen. Und da glauben Sie im Ernst, dass die Zinsen für Staatsanleihen auf einem neutralen Markt gebildet werden, der sachlich, weise und selbstlos die Wirtschaftsdaten bewertet? Also ich bitte Sie, so naiv kann heute gar niemand mehr sein. Wer die Finanzierung der Staaten von dieser Finanzmafia abhängig macht, der wird zum Spielball ihrer Betrügereien und der hat sein demokratisches Gewissen ausverkauft. Und genau so sieht die Politik in Europa dann auch aus. 4.500 Milliarden Euro sauer erarbeitetes Steuergeld wurden seit 2008 für die Rettung maroder Banken und Finanzinstitute verpulvert. In Deutschland ist die Staatsverschuldung allein wegen der Bankenrettung um 360 Milliarden Euro angeschwollen. Ein Betrag, im Vergleich zu dem die Kosten zum Beispiel eines flächendeckenden Ausbaus von Kindertagesstätten für jedes Kind in diesem Land eine lächerliche Summe wäre. Sie wissen, dass die Leute es leid sind, für die abstrusen Geschäfte windiger Banker zu bezahlen. Und deswegen haben ja beide heutigen Großkoalitionäre im Wahlkampf Besserung gelobt. Die SPD zum Beispiel hat wörtlich versprochen in ihrem Regierungsprogramm, ich zitiere, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nie wieder in Geiselhaft für Banken und Spekulanten genommen werden. Herr Steinbrück ist mit dieser Botschaft über die Marktplätze gezogen. Es hat zugegebenermaßen nicht viel genützt, aber das ist natürlich trotzdem noch keine Rechtfertigung dafür, 3 Monate nach der Wahl das Gegenteil dessen zu tun, was man vor der Wahl versprochen hat. Und spätestens seit dem Treffen der EU-Finanzminister ist doch völlig klar, das Versprechen, dass kriminelle Wettbuden künftig für sich selber haften, ist keinen Pfifferling wert gewesen. In Artikel 27 des ursprünglichen Richtlinienentwurfs wurde stattdessen eine Ausnahmeregelung vereinbart,
die es bis einen Tag vor der Abwicklung einer Bank erlaubt, die Eigentümer und Gläubiger mit Steuergeldern von jeder Verantwortung freizukaufen. Und wenn Sie mir nicht glauben, ich zitiere den Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum, Professor Stefan Paul, wörtlich sagt er, der jetzige Richtlinienentwurf macht die Tür auf und ermöglicht es für, so heißt es dort, gesunde Banken mit tragfähigem Geschäftsmodell, auch vorher schon, also vor der Haftung von Eigentümern und Gläubigern, Hilfszahlungen von staatlicher Seite zu gewähren. Ich frage mich an der Stelle aber, wenn eine Bank gesund ist, wenn sie ein tragfähiges Geschäftsmodell haben soll, warum braucht sie dann staatliche Hilfszahlungen? Soweit Professor Paul. Und wenn Sie ihm nicht folgen wollen, vielleicht überzeugt Sie die Meinung von Markus Ferber, Europaabgeordneter der CSU, Mitglied im Finanzausschuss des Europäischen Parlaments. Ich zitiere, mit diesem neuen Artikel wird eigentlich der Versuch unternommen, über die Hintertür wieder den Steuerzahler einzuführen, lange bevor Eigentümer, nachrangige Gläubiger und Einleger betroffen sind. Und ein internes Positionspapier der Ratingagentur Standard & Poor's jubelt, ich zitiere, neue EU-Richtlinie erlaubt Regierungen, Banken mit Steuergeldern zu retten. Und auch der von Ihnen vorhin zitierte Abwicklungsfonds, der schützt doch die Steuerzahler überhaupt nicht. Dieser Abwicklungsfonds soll 2016 aufgelegt werden. Und nach 10 Jahren, also 2026, soll er das grandiose Volumen von 55 Milliarden Euro erreichen. Ich erinnere noch mal, 4.500 Milliarden Euro war das Volumen, was bis jetzt die Finanzkrise die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gekostet hat. Das heißt, dieser Abwicklungsfonds wird, selbst wenn er fertig ist im Jahr 2026, kaum ein Hundertstel oder gerade mal ein Hundertstel dieser Summe ausmachen. Und wir schreiben heute nicht 2026, wir schreiben 2013. Und es ist bekannt, dass heute etwa 1 Billion an falschen, faulen Krediten immer noch in den Bilanzen der europäischen Banken lagern. Nächstes Jahr wird die EZB ihre Stresstests machen. Und jeder weiß, dass dort natürlich erheblicher Kapitalbedarf ermittelt wird. Und da frage ich Sie, wer soll den denn dann bezahlen? Wer soll den denn dann bezahlen, wenn tatsächlich der Abwicklungsfonds überhaupt noch nicht da ist? Und außerdem in der Richtlinie die Haftung von Eigentümern und Gläubigern auf 8% der Bilanzsumme reduziert ist. Das heißt, Sie wollen weiter Steuergeld verbrennen. Verbrennen für Banken, bei denen Sie bis heute nicht das Kreuz haben, Ihnen wenigstens vernünftige Regeln aufzuzwingen. Regeln, die Sie dazu zwingen, Ihre Aufgabe als Diener der Realwirtschaft, als Finanzier von Innovationen und Investitionen vielleicht endlich mal wieder wahrzunehmen. Sie wollen Steuergeld verbrennen für Banken, denen Sie bis heute noch nicht mal abverlangen, wenigstens ordentlich Eigenkapital auszubilden, damit Sie vielleicht irgendwann in Zukunft mal für Ihre Verluste haften können. Stattdessen sehen Sie seit Jahren zu, wie diese Banken Boni und Dividende nach Belieben ausschütten. Der Finanzsektor ist bis heute der Sektor, wo das meiste Geld verdient wird. Die Zahl der Einkommensmillionäre in dem Bereich ist längst wieder auf Vorkrisenniveau. Ganze 3% Eigenkapital haben Sie den Banken verbindlich vorgeschrieben. Also ich sage Ihnen mal, wenn man mit 3% Eigenkapital bei einer Bank vorspricht als Unternehmen, dann muss man doch relativ schnell damit rechnen, dass man aus der Filiale gejagt wird. Aber bei den Banken soll das offensichtlich alles ausreichend sein. Die Wahrheit ist doch, wir brauchen keine Bankenunion, wir brauchen endlich eine ordentliche Bankenregulierung. Der Finanzinvestor Warren Buffett hat Derivate einmal finanzielle Massenvernichtungswaffen genannt. Wenn ich mir ansehe, dass die Deutsche Bank aktuell mit solchen finanziellen Massenvernichtungswaffen im Nominalvolumen von 60.000 Milliarden Euro herumspielt, dann frage ich mich, wie Sie noch ruhig schlafen können. Und wir brauchen Regeln, die die Banken klein machen. Wir haben doch nicht nur das Problem too big to fail, das heißt, die Banken sind nicht nur zu groß, um zu fallen, sie sind doch auch zu groß, um reguliert zu werden. Das ist doch das Kernproblem, das Problem wirtschaftlicher Macht. Das ist das Problem, was einst der Ordoliberalismus, was einst ein Walter Eucken ins Zentrum seiner Theorie gestellt hat, wo er gesagt hat, wirtschaftliche Macht kann man nicht kontrollieren. Man kann nur verhindern, dass sie entsteht, oder man liefert sich ihr aus. Und Sie haben uns den Banken ausgeliefert, und genau so sieht Ihre Bankenunion jetzt auch aus. Und wenn man dann noch weiß, dass die Aufsicht für die europäischen Banken
ausgerechnet an den ehemaligen Investmentbanker und Goldman Sachs-Mann Mario Draghi übergeben werden soll, dann kann man nur sagen, gute Nacht. Und ich stelle deshalb für meine Fraktion fest, diese Bankenunion ist eine Lebensversicherung für Schrottbanken und eine schwere Hypothek für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist Wahlbetrug, ganz klar Wahlbetrug und nichts anderes. Wenn Sie von der SPD, Sie haben so schön plakatiert, dass wir entscheidet. Ich glaube, es wäre ehrlicher gewesen, Sie hätten plakatiert, die Deutsche Bank entscheidet und dass wir bezahlt. Das ist nämlich die Politik, die Sie machen. Herr Steinmeier hat sich ja kürzlich auf einer Veranstaltung des Arbeitgeberverbandes bitter beklagt, dass die Wirtschaftsbosse es der SPD so wenig danken, dass sie sich mit der Agenda 2010 doch so massiv für ihre Interessen ins Zeug gelegt hat. Herr Steinmeier, ich sage Ihnen voraus, auch Ihr Kotau vor den Interessen der Banker und Millionäre in der Europapolitik werden Sie Ihnen nicht danken. Das Einzige, was Sie mit dieser Politik erreichen, ist, dass die einst so stolze und einflussreiche Partei Willy Brandt sich in der deutschen Politik mehr und mehr überflüssig gemacht hat. Ich komme nun zu einem weiteren Thema des EU-Gipfels, dem Wettbewerbspakt. Dieser Wettbewerbspakt soll offenbar Griechenland zum Vorbild für die gesamte EU machen. Die nationalen Regierungen sollen bilaterale Knebelverträge mit der Kommission abschließen, in denen sie sich zu so tollen Maßnahmen verpflichten wie der Senkung von Unternehmenssteuern, Entlassungen im öffentlichen Dienst, Einschränkung des Streikrechts, Angriffe auf Tarifverträge und vieles Schöne mehr. Und um diese Politik gegen die Mehrheit der Menschen abzusichern, sollen die Parlamente möglichst entmachtet werden. Frau Merkel, da kann ich mir den Kommentar nicht verkneifen. Mir erscheint Ihre Sensibilität für demokratische Grundsätze da etwas selektiv zu sein. Undemokratische Politik ist nicht nur in Russland ein Problem. Undemokratische Politik ist auch ein Problem, wenn es mit Ihrer Zustimmung auf einem EU-Gipfel, wenn sie dort verabschiedet wird. Und dass es im zweiten Teil des Gipfels auch noch um Aufrüstung gehen soll, dass Sie sich also in der schwersten Krise der EU offensichtlich auch noch darum sorgen, wie man mehr Geld für Waffen aufbringen kann, ich finde, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich komme zum Schluss. Dieser Koalitionsvertrag, ja, Sie wollen das nicht hören, das kann ich mir schon vorstellen, dass Sie das nicht hören wollen. Sie müssen sich aber anhören, tut mir leid. Dieser Koalitionsvertrag ist nicht nur in der Frage der Bankenunion ein Koalitionsvertrag der gebrochenen Versprechen. Was sich hier zusammengefunden hat, ist keine Koalition der großen Aufgaben, sondern eine Koalition der großen Ignoranz gegenüber den anstehenden Aufgaben. Und wo tatsächlich die Aufgaben unserer Zeit liegen würden, daran hat, während Sie über so richtungsweisende Probleme gestritten haben wie die Pkw-Maut für Ausländer, währenddessen hat Papst Franziskus in seiner jüngsten apostolischen Botschaft sehr deutlich daran erinnert, was wirklich die Aufgaben einer Politik waren. Und ich lege gerade dem Teil des Hauses, der sich christlich nennt, meines Erachtens mit diesen Wertevorstellungen, aber mit seiner Politik nichts mehr zu tun hat, sehr nahe, diese Botschaft mal zu lesen. Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen, kann man da zum Beispiel nachlesen. Oder auch, es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine BES um 2 Punkte an der Börse Schlagzeilen macht. Sie tun mit Ihrer Europapolitik sowohl CDU, CSU als auch SPD, und das war ja auch in der letzten Legislatur schon wirklich eine große Gemeinschaft in der Europapolitik, Sie tun tatsächlich Ihr Bestes, dass die Zahl der alten Menschen, die auf der Straße leben müssen in Europa, steigt und nicht sinkt. Und Sie haben freilich mit Ihrem Koalitionsvertrag den deutschen Aktienindex DAX nicht in die BES getrieben, sondern zu einem Jubelsprung nach oben verursacht. Ich glaube, es ist erschütternd, dass Ihnen beides offenbar noch nicht einmal zu denken gibt. Die Linke zumindest nimmt die päpstliche Botschaft ernst, und war nicht nur zu Weihnachten. Meine Fraktion sagt daher Nein zu dieser unverantwortlichen Europapolitik, Nein zu einer Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler, Ja zu Demokratie und Europa, zu Demokratie und Sozialstaat in Europa und deswegen Nein zur Politik dieser großen Koalition. Ich danke Ihnen. Die Erkenntnis, Lobbypapiere entsprechen nicht selten 1:1 und wortwörtlich dem späteren EU-Gesetz.
In Brüssel gehen rund 30.000 Lobbyisten in den Institutionen der EU ein und aus, versuchen Einfluss zu nehmen. Denn 80% der Gesetzestexte, die hier beschlossen werden, gelten in ganz Europa, auch in Deutschland.